Ja. So, Tag hier Kanonenköppe. Wir sind hier gerade, machen Jogging-Einheit mit meiner Truppe. Ich bin ganz vorne. Deswegen nehmen wir kurz Pause. Andi und Stefan, wartet ihr mal eben. Da wurde nur ein, der das Tempo hier vor. So. Also, ich habe ja gesagt, ich melde mich nochmal mit einem kleinen Statement. Wie sieht es jetzt aus? Uwe wird Nationaltrainer. Ja oder nein? Ich war ja in Dortmund beim Länderspiel, weil der DFB mich gefragt hat, kommst du, du stehst mit auf der Liste. So, jetzt war ich ja da und der Rudi hat mir ja eine Sprachnachricht geschickt. Hier. Ah, der Rudi. Uwe, ganz ehrlich, du nervst. Ja? Du hast schon 5, 6 Bier drin. Hol dir vorne, gut. Wir haben hier Bildbank aufgebaut. Da holst du nö, ich brauche nicht. Ich habe eh die Karte vom Zimmer, habe ich eh nicht. Dann laufe ich. Ja. Mit dem Stadion, ja, tschüss. Danach bin ich ja zum Stadion und habe gedacht, ja, gut. Komm, ich warte dann da, ein paar Fans waren da, vielen Dank an euch, an alle, die mich angesprochen haben. Guckt auch hier nochmal das Video, richtig geil geworden. Ja, und ich gewartet und auf Uhr, das kenne ich ja hier. Ihr wartet auch mal jetzt, Andi und Stepp. So, da kam der Bus um 19.30 Uhr da angerollert. Um 21 Uhr Anpfiff. Ich so, na, das ist ja genau meins. Aha, jetzt oder was? Geil. Jetzt kommen die. Ey, das musst du dir mal reindöllern. Das musst du dir mal reinziehen. Jetzt kommen die. Wir haben 7:30. Sag mal, in 1,5 Stunden ist Anpfiff. Ich habe mit dem Wagner noch gesprochen, sagte, nö, so gegen 6 sind wir da. Um 7:30 kommen die hier an. Oh nee, ich war noch, tut mir leid, ich war noch zu spät. Nee, der Süle hat noch 3 Burger gefressen, Alter. Was ist das, eine Rockband oder was? Für mich lange Tier. Tschüss. Und dann haben alle gesagt, sag mal, warst du eigentlich im Stadion? Ja, sicher nicht. Tot, Rudi Völler nicht mehr zu erreichen. Klar, musste ich ja dann konzentrieren, hatte ja mich nicht dabei und so weiter und so fort. Ne? Ich hätte ihm ja ordentlich Tipps und so weiter und so fort. Nein, ich sollte mir eine Karte kaufen. Ich kaufe mir jetzt eine Karte für 70 Euro. Das ist ja im Angebot. Komm, ich gebe dir 100. 70 Euro für eine Karte. Ich sage, hier, du kannst mir mal eine Bälle hier. Genau. Angeblich haben sich ja Sandro Wagner und Hannes Wolf dagegen ausgesprochen, dass ich auf der Bank sitze, weil meine fußballerischen Qualitäten ja gar nicht so hoch wären würden. Ist ja das eigentlich, ist auch scheißegal, ich kenne mich mit Fußball nicht genug aus. Das wäre ihnen alles zu lapidar. Und wenn die mich fragen würden, hier abkippender Sechser, hör mal Sandro, der abkippende Sechser, den hat mein Andi, den hat mein Andi erfunden. Mein Andi arbeitet nämlich auf dem Bau. So, und immer wenn der eine Ladung mit seinem LKW irgendwo abwirft beim Kunden, knallt er sich ein Sixpack rein. Das ist der abkippende Sechser. Ne? Ach, ist egal beim DFB. Ne? Veränderung nein, Umstrukturierung gerne. Bernd Neuendorf, ne, mit seiner Brille hier oben, der sieht aus wie mein ehemaliger Schuldirektor damals. Und so spricht er auch zu den Leuten. Ja, wir müssen mal schauen, ob wir im deutschen Fußball wieder, ja, keiner, ja, so erreichen wir was, nämlich gar nichts. Jetzt hast du den Rettich dazu geholt. Der redet genauso, der Rettich. Ja, wir müssen, keine Ahnung, wenn wir jetzt... Kommt der mit so einem, der sah aus wie so ein UPS-Paketzusteller. Der kam mit so einem Poloshirt da an, der Rettich. Ich so, das ist sein erster Auftritt als Geschäftsführer Fußball beim DFB. Mhm, vielen Dank. Und die ganze Kalle Rummenigge direkt gesagt, ich hau ab. Gut, ob ich jetzt Kalle Rummenigge mit denen jetzt dabei haben will oder nicht. Ne? Die haben ja auf jeden Fall Minzlaff und Dings, haben ja direkt gesagt, komm, wir hauen ab. Und der Rettich, ich habe beim FC Bayern nochmal angerufen, weil wir brauchen ja den FC Bayern. Das hast du sehr gut erkannt. Gleichzeitig hat der Rettich gesagt, er hätte sich in der DFB-Zentrale auf dem Weg zum Frühstück verlaufen. Solche Leute brauchen wir. Klare Strukturen, das wird richtig geil. Leute, ich kann euch nicht im Stich lassen. So viele haben gesagt, Uwe, du musst es machen. Du musst es machen. Ich kann es, aber Felix Magath und ich... Ich habe den Felix ja damals schon mal getroffen beim Turnier. Da war noch Corona, deswegen habe ich hier, zeige euch das nochmal. Kann ich nächstes Jahr Co-Trainer machen? Ja. Ja, ja. Ist das ein Deal? Ja. Dann haben wir jetzt einen offiziellen Deal, Herr Magath. Ich bin nächstes Jahr Co-Trainer, wir machen das hier zusammen und dann weht ihr nochmal ein ganz anderer Wind. Okay. Also, wir haben das klare Duo Magath und Uwe nur für die Euro 2024. Und dann, sage ich euch, geht es richtig nach vorne. Und nicht hier mit, genau, Julian Nagelsmann, der kommt garantiert. Der kriegt nur 20 Millionen von Bayern, da sagt der DFB, warte mal, habe ich gerade nicht. Ich bin weitaus günstiger, nicht viel, aber so, jetzt weiter dann auf. Geh mir auf den Sack mit dir, keine Ahnung, jetzt aber da einmal nicht gesoffen hab, genau, ey. Wir hören uns.